stürmischen guten Tag zusammen. Ich bin Pilot Linda und ich befinde mich gerade am Flugplatz in Bonn-Hangela. Das ist das wunderschöne Flugzeug, welches ich fliege, eine PA-28. Und ich möchte euch heute gerne ein neues Gadget vorstellen. Das ist ein Color Reader von der Firma Datacolor. Und ich muss sagen, letztes Jahr habe ich mit der Farbkarte, mit der RAL-Karte hier am Flugzeug gestanden, weil ich wissen wollte, welchen Rotton hat dieses Flugzeug, weil ich etwas kaufen wollte, was farblich perfekt dazu passt. Aber auch wenn ihr gerade daheim, wie ich zum Beispiel, am Renovieren seid, ist dieses kleine Gerät mega. Ihr könnt es in die Handtasche stecken, es ist klein und fein, so sieht's aus. Und damit könnt ihr Farbtöne bestimmen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt anhand dieser wunderschönen Erdbeere. Also kommt mal mit, es ist stürmisch, aber das hält uns natürlich nicht auf. Das ist das Gerät. Auf der Rückseite befindet sich der Sensor, auch mit Schutzklappe. Und nun lege ich diesen einfach auf meine Farbe der Wahl und drücke auf den Knopf. Alternativ kann ich auch in der App auf Messen klicken und dann nach einer kurzen Zeit zeigt er mir an, welchen Farbton er gemessen hat. Links ist die gemessene Farbe und rechts werden andere Farben vorgeschlagen. Abspeichern kann ich das Ganze dann in einer Palette, diese nenne ich Erdbeere, wie das Flugzeug heißt. Und das ist die Farbe des Rumpfes, also so nenne ich das jetzt mal. Und so kann ich jetzt alle meine Farben vom Flugzeug sammeln tatsächlich. Jetzt gehe ich zum Beispiel hier mal zur Kennung, die ist in einem gelblichen Goldton gehalten. Drücke wieder auf den Knopf und schon zeigt mir die App auch diesen Farbton an. Nun noch der goldene Streifen darunter, der hat tatsächlich nochmal eine andere Farbe. Und natürlich auch das Weiß des Rumpfes soll nicht fehlen. Und natürlich könnt ihr auch die Farben wieder löschen. Ich habe in dem Falle noch das Grau des Propellers aufgenommen, habe das abgespeichert und jetzt zeige ich euch, wie man das auch ganz einfach wieder löschen kann. Und zwar gehe ich links auf das kleine Bearbeitungssymbol in der jeweiligen Farbe. Dann kann ich oben rechts auf Farbe löschen klicken und schon ist sie wieder weg. Aber jetzt nochmal zurück. Farbe nochmal flott gemessen und jetzt habe ich hier meine komplette Palette an Farben, die dieses Flugzeug mit sich bringt und ich kann damit wunderbar arbeiten. So ihr Lieben, jetzt startet hier auch noch ein Hubschrauber und es wird sehr windig. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Ja, das ist auf jeden Fall der Color Reader. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Damit könnt ihr immer unterwegs überprüfen, passen die Farbtöne zu den Farbtönen daheim. Und ihr bekommt natürlich auch noch einen Rabattcode von mir. Ich schicke euch den oder schreibe euch den Link in die Videobeschreibung, sowohl mit dem Rabattcode als auch den Link an sich, wo ihr dieses kleine Gadget erwerben könnt. Ich kann es nur empfehlen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und es macht wirklich richtig viel Spaß, damit die unterschiedlichsten, lustigsten Sachen zu überprüfen. Macht's gut, liebe Grüße, eure Linda. Und ihr werdet sehen, ihr habt nachher einfach Lust, alle Farben zu überprüfen. Ob es das Gras ist oder das Rot meiner Jacke, passt es überhaupt zur Erdbeere? Oder wie hier zum Beispiel, welches Gelb hat eigentlich dieser Streifen? In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Macht's gut und bis bald.